Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon Ultramond Wi-Fi Battle auf diesem Kanal. So, jetzt kommt die Team Preview und wir spielen gegen eine sehr aktive Abonnentin von mir. Und naja, wir spielen im RU und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich war wieder so, hab mir gedacht, hey, so in Tiers spielen, weiß ich nicht, ob ich da so Lust drauf habe. Aber da habe ich wieder gemerkt, so, wenn man so guckt, sich ein Team zusammenbaut, finde ich im Tier-Spielen auf jeden Fall besser, weil da auch eine, ja, ausgleichende Gerechtigkeit herrscht, ja. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zum Team, ist wieder ein Alles-oder-Nichts-Team. Ich weiß, jetzt kommen bestimmt ein paar Leute, du machst die ganze Zeit nur Alles-oder-Nichts-Teams. Ja, ich werde es jetzt versuchen zu lassen, aber im RU habe ich einfach gemerkt, dass Bizarro-Raum unfassbar stark ist. Wirklich. Also was im RU rumläuft, ich habe mich echt erschreckt, als ich diese Liste mir angeguckt habe. Holy shit, was da rumläuft. Das finde ich schon ein bisschen crazy. So, wir kommen direkt zum Team. So, mit dabei haben wir einen Choice Bandit Aranestro. Ja, das Ding, man weiß, wie krass dieses Ding reinhaut. So speziell tankt es auch ganz gut. Hat noch den Blutsauger als Step, womit er sich heilen kann. Anfallen als, ja, Priorität, nenne ich es mal. Ne? Haut auf jeden Fall heftig rein. Das Ding kann nicht geburnt werden wegen Wasserblase. Und ja, Wasserattacken sind auch nicht sehr effektiv wegen der Fähigkeit, sonst wäre es ja neutral. Ist eigentlich ganz gut mit dem nächsten Pokémon. Und zwar ein speziell defensives Bronzong namens Robocop. Ich finde Tarnsteine immer gut, ist ein Bizarro-Raum-Setupper und Toxin ist auch nicht schlecht. Habe ich mir gedacht, okay. Ja, und hat halt Schwebeüberreste. Warum eigentlich nicht? Ergänzt sich ganz gut, die zwei. So, dann kommen wir auch gleich zu einem Pokémon, was einfach nur da ist, um mega reinzuhauen. Tankt physisch auch relativ gut, aber haut noch rein. Okay, und zwar reden wir von Rakes, ja. Das ist natürlich krass, Hirnkostur, so Hammerarm-Step, Rückkehr, Eispunch für Drachen-Pokémon und die Dunkelklaue, weil, naja, gut. Hätte ich jetzt einen anderen Move drauf als Icy, keine Ahnung. Kommen, naja, Geist-Pokémon kommen sehr gut in Costoso rein. Ja, sagen wir mal so. Deswegen auch die Dunkelklaue, ne? Okay. Somit dabei haben wir noch ein Alien. Jo, und zwar Viscogon. Joyspecs sieht man nicht ganz so oft. Man spielt es ja dann wahrscheinlich speziell defensiv mit Assault West. Habe ich auch erst überlegt, aber ich meine, wir haben schon ein speziell defensives Pokémon und mit einem Joyspecs Viscogon rechnet man nicht unbedingt. Das kann auf jeden Fall mächtig reinhauen und wehtun. Deswegen habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Es tankt ja speziell trotzdem immer noch nicht so schlecht. Alien, ein JBB-Rapper, der eine ziemlich gute Runde gegen Timematic abgeliefert hat und auch schon den ein oder anderen coolen Track rausgehaut hat, wie Halloween, Schweig und so. Also Alien ist auf jeden Fall eine coole Socke. Wird auch in der nächsten Timematic-Runde dabei sein, gegen Pacino. Timematic feiere ich extrem, aber das ist ein anderes Thema. Die Moves, ja, ist ganz gut, ist halt ein bisschen was anderes. Man kann halt auf alles irgendwie reagieren, deswegen war das Ding gar nicht mal so bad in dem Team. So, mit dabei haben wir ein physisch-defensives Cresselia. Und ich weiß, dass das ziemlich böse sein kann und Abfuck ist. Deswegen Mrs. Toxic, Mondgewalt, Psyshock. Ich brauchte zwei. Also ich hätte halt Bock auf den Stab-Move, aber nur den Stab-Move wäre nicht so nice gewesen, weil halt eben, naja, Unlicht-Pokémon ganz gut reinkommt. Deswegen auch die Mondgewalt, auch Bizarro-Raum und Mondschein. Und die Zitarzbeere. Die Zitarzbeere. Das ist die Anti-Geistbeere, weil, naja, es gibt ein paar Geist-Pokémon schon im RU und Geist tut meinem Team, ja gut, relativ weh, sag ich jetzt mal. Klar, Costuso fängt das komplett ab, aber hier Bronzong, ich finde das auch nicht so cool. Deswegen eine Anti-Geist-Bäre finde ich ganz gut, auch Schwebe, ganz cool eigentlich. Und dann haben wir noch dabei als allerletztes Pokémon ein Mega Captain Magma. Okay, das Ding ist unfassbar stark, in der Megaform hat es einen unfassbaren krassen Bizeps, also man kann es auch physisch spielen, aber speziell ist doch noch ein bisschen besser. Eruption, falls man volle KP hat, haut das Ding im Bizarro-Raum derbe Löcher ins Team. Kraftreserve, was ist das nochmal, Kraftreserve Pflanze, ne? Ja, Kraftreserve Pflanze,
Ja, und zwei Step-Moves noch und ja, eigentlich relativ Standard. Ich wollte jetzt nicht Tarnstein spielen, weil wir das schon auf Robocop spielen. Und HP-Pflanze finde ich schon ganz gut. Ja, also kann man machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ist natürlich jedermanns Sache. Und danke, dass mir O-Gamer mal wieder geholfen hat, ein paar Pokémon ready zu machen. Zum Beispiel hier das hier Captain Magma, Mrs. Toxic, Alien und Rakes. Ohne ihn hätte ich gar nicht im Aryu spielen können, weil ich fast keine Aryu-Mons habe. Also fetten Doppelpiece, also Hashtag Doppelpiece in die Kommentare oder Hashtag Ehrenmann für O-Gamer. Ja? Für Oscar, vielen, vielen Dank, my friend. Das wäre sonst ein bisschen anders aufgelaufen. Die zwei hatte ich schon. Ja, okay. So, und ich würde sagen, wir switchen direkt zum Battle. Ich habe keinen Bock, euch jetzt 5 Stunden lang vollzulabern. Ich hoffe, das wird was. Mal gucken. Wir haben jetzt schon öfter verkackt. Mal schauen, mal schauen. Haut rein. Wir sehen uns gleich beim Battle. Über den letzten Cent, jage dich und deine Bande von Berlin nach München bis über nach FFM. Wenn du meinen Namen in den Texten nennst, bist du ganz sicher nicht mitten im Nebel, sondern am Rande der Existenz. Renn, wir zerlegen die Konkurrenz, wir verpassen euch miese Hits. So lange kämpft und die Buffs generieren Klicks. Freunde, habt ihr schon den neuen Song von Johnny Dixon und Damon Rauch gehört? Nein? Dann solltet ihr auf jeden Fall das nachholen. Erster Link in der Videobeschreibung, da sage ich euch hallo. Seit einem Jahr haben die keine Mucke mehr gemacht, jetzt hauen die was Krasses raus und sie sagen, das wäre nur die Aufwärmphase. Ich benutze auch als Endcard, das ist jetzt Werbung für Johnny Dixon, auch wenn ich nicht glaube, dass er das gebrauchen kann, weil er ja schon Fame genug ist, der Typ. Und einfach Bombe ist, ja, der Typ ist einfach krass. So, wir spielen jetzt gegen Chiara, eine relativ aktive Abonnentin. Und ich glaube, sie ist sehr gut. Im Aryu spielen wir. Ich habe schon das Team gezeigt. Ist ein Bizarro-Raum-Team. Ich hoffe, das funktioniert. Und ich wünsche ihr auf jeden Fall viel Spaß. Und auf ein hexfreies Battle. Ja. Wir nehmen mal wieder die gute alte Necrozma 2 Mucke. Die finde ich einfach total tight. Keine Ahnung, nehmen wir die. Los geht's. Chiara ist fertig. Ich bin gespannt. Spielt sie auch Bizarro-Raum? Ich kann es mir vorstellen. Mal schauen. Spielt sie Bizarro-Raum? Nein, spielt sie nicht. Okay. Okay. Okay, das ist okay. Das ist wirklich okay. Das ist wirklich absolut in Ordnung. Jo, damit kann ich umgehen. Sie hat nichts physisch-defensives dabei. Oder kann man Moltres physisch-defensiv spielen? Moltres ist übrigens Lavados. Also speziell defensiv wissen wir schon mal, was sie am Start hat. Ein Megabanett. Ja, ich finde es einfach cool, in Teals zu spielen. Das ist so schön, das ist wunderbar. Boah, schwierig. Ich sehe Crocodile, also ihr Starter als sehr guten Lead an. Aranestro ist bei uns ein ziemlich guter Lead. Tatsache. Dann leaden wir mit Aquantis. Habe ich kein Problem mit. Ich habe jetzt überlegt, mit Alien zu leaden. Doch, Nee, okay. Los geht's. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, dann rest in peace. Okay. Ich bin gespannt. Ich glaube, sie spielt sehr, sehr gut. Deswegen packe ich wieder ein paar Predictions aus. Na? Los geht's. Ich bin gehypt. Chiara, los geht's. Johnny Dixon ist der krasseste Rapper, den es gibt. Okay, ja, gut. Das kann man natürlich sehen, wie man will. Okay, und sie leadet tatsächlich mit diesem Ding. Habe ich mit gerechnet. Und da können wir gleich einen Blutsauger raushauen. Blutsauger, hat sie dafür einen Switch in? Jo, hat sie. Aber wisst ihr was? Ich möchte unfassbar safe spielen. Aranestro machte unfassbar guten Druck gegen ihr Team. Also doch, das Ding ist ziemlich krass. Ja.
Auf jeden Fall. Wir können jetzt natürlich den Double machen und das predikten. Nur möchte ich sehr gerne auf den Blutsauger gehen. Weil falls sie wirklich... Ah, sie könnte auf den... Geht sie? Nein, sie kann nicht auf den Drachentanz gehen. Sie geht auf den Drachentanz. Okay. Finde ich krass. Ja. Blutsauger, let's go. Das dürfte richtig viel Schaden machen. Ja, das war ein Crit. Oh, das tut mir leid. Das heißt, dass der nächste Hit auf jeden Fall killt. So. Möchte sie jetzt noch Schaden rausknüppeln? So. Sie wird auf jeden Fall eine Wasserattacke einsetzen. Und wir könnten in Alien gehen. Nee. Weil er ist ja, dann, sie ist schneller und dann drückt sie auf Dingens. Nee. Ich bleib hier drin. Auf alle Fälle. Möchte sie das Ding behalten? Weil das Ding ist wirklich gut gegen mein Team. Es ist wirklich gut. Nur Aranestro macht diesem Ferelligator einen Strich durch die Rechnung. Ja, so wie Johnny Dixon Grinch Hill oder so. Ne? Also, nee, wirklich jetzt mal, no joke, Johnny Dixon ist für mich mit San Diego so auf Platz 1. Knapp dahinter Farid Bang und Kollega. Also Farid Bang finde ich schon krass, den habe ich damals nicht so gefeiert. Aber ich finde ihn jetzt ziemlich tight. Aber wie gesagt, Johnny Dixon ist wirklich so, holy shit, ich bin ein richtiger Fanboy von dem. Ja, okay, sie geht auf den Kinesha, alles klar. Wird auf jeden Fall auch Schaden machen, gar keine Frage. Nur werden wir uns jetzt relativ gut hochheilen wieder. Ja, okay, eigentlich nicht. Wieder ein Crit, was soll das denn? Hallo? Der Crit hat zwar nicht gemattert, aber somit haben wir Ferelligator raus. Und das war ein sehr, sehr großes Problem in diesem Team. Ja. Okay, das war ein wichtiges Pokémon, was draufgegangen ist. Also wirklich, wirklich wichtig. Ich, für meine Verhältnisse, würde jetzt sagen, Alter, wir gehen in Bronzong. Ja, nur hat dieses Ding den Spukball. Der Spukball ist tatsächlich nicht so lecker. Und das ist auch eigentlich ihr bester Play. Oder HP Ice. HP Ice oder Spukball ist ihr Play. Und sie, ich muss sagen, Aquantis ist zwar wichtig, aber das ist so obvious, dass ich hier rausswitchen würde. Deswegen gehen wir auf den Blutsauger und würden sonst noch richtig viel Schaden machen. Ja, wenn sie jetzt trotzdem auf den Donnerblitz geht, dann okay. Aber eigentlich müsste sie jetzt schon predicten. Andererseits muss sie auch safe bleiben, weil Aquantis unfassbar gefährlich ist. Sie geht wirklich auf den Spukball. Okay, das tanken wir. Glaube ich. Jawohl. Oh mein Gott, ich habe es predicted und jetzt kommt der Blutsauger und wir kriegen uns relativ gut hochgeheilt und töten dieses Pokémon fast. Okay? Und das ist wirklich wichtig gewesen, dieser Play. Es war nämlich so obvious, okay? Jetzt wird's widerlich, okay? So. Ja. Puh, das ist jetzt echt gar nicht mal so cool. Nee, ich bleib jetzt hier drin, glaube ich. Obwohl anfallen brauche ich noch, ne? Nee. Das Ding ist, dass es so knapp überlebt hat. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber seht ihr denn Live-Orb, ne? Deswegen gehen wir jetzt in Robocop. Sie wird sich nämlich selbst ausnocken mit einem World Switch oder... Obwohl, nicht mit World Switch nicht, ne? Dann hab Blitz. Okay. Ja, sie wird sich jetzt selber ausnocken. Mach guten Schaden auf... Oh, wir kriegen die Para. Aber das ist gar nicht mal so unfassbar bad. Wie gesagt, wir spielen Bizarro-Raum. Und yo. Okay. Jetzt kommt Moltres rein. Na, jetzt kommt Moltres rein und Moltres ist kacke. Moltres ist richtig kacke. Was machen wir jetzt? Das Ding ist wirklich böse. Dieses Ding ist wirklich kacke. Oh shit. Obwohl, sie kann auch einfach in
in ihr Banett. Banett ist auch kacke. Mal gucken. Also sie hat auf jeden Fall ein paar Optionen. Und für uns sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ist auch wahr, nur kann sich das ganz schnell ändern. Das kann sich ganz, ganz schnell ändern. Ja, ich sehe wirklich Barnett. Barnett ist böse. Barnett ist wirklich nicht so cool. Können wir Robocop hier schon weg abwerfen? Eigentlich schon. Ich würde sagen, ja. Wollen wir die Tarnsteine raushauen? Gegen Moltres wäre das unglaublich gut. Und auch gegen das... Ja gut, den Rest des Teams... Don't know, eher nicht so. Nur wäre der Bizarro-Raum jetzt sehr wichtig. Deswegen drücken wir auch Bizarro-Raum. Sie geht in die Mega, alles klar. Ist okay. Absolut okay. Wirklich okay, wirklich okay. So, jetzt killt eine Dunkelklaue. Ja, ne? Ja, okay. Das ist okay, das ist okay. So. Tatsächlich ist das jetzt eine richtig blöde Situation. Aber wir gehen zu Mrs. Toxic. Ja, wir haben gar keine andere Wahl. Das Problem ist jetzt an der Sache. Wir können jetzt den Trick Room rausholen, nur ist dieses Ding halt null angeschwächt. Und das macht uns gerade das Game kaputt. Wir gehen auf Trick Room. Sie geht auf Dunkelklaue. Wir haben die Beere. Okay. Das macht trotzdem relativ viel Schaden. Jetzt kommt der Bizarro-Raum. Okay. Und es wäre obvious, jetzt zu Rikes zu switchen. Es wäre zu obvious. Weshalb wir jetzt auf die Mondgewalt gehen. Weil es eben so obvious ist. Ja, es ist so obvious, dass sie auf ihr Licht drücken möchte. Ja, das ist eigentlich klar. Ah, das Barnett. Das Barnett ist es, my friends. Dieses Barnett ist das Problem. Sie weiß nämlich, wenn ich jetzt rausswitche, hat sie keine Chance. Und das muss sie predikten. Wenn sie jetzt auf die Dunkelklaue geht, Alter, dann haben wir verkackt. Ja, aber sie muss eigentlich auf ihr Licht gehen. Es ist zu obvious. Deswegen, das muss sie tun und deshalb bleiben wir hier drin. Oh, das hätte ich natürlich auch predikten können. Ich gehe mich einfach zum Mega, diesem Mega-Ding rausgehe. Natürlich. Ja, natürlich, natürlich. So, jetzt muss sie aber nochmal ihr Licht drücken. Wird sie auch, glaube ich, tun. Wird sie auch, glaube ich, tun. Weil jetzt ist es obvious, dass ich jetzt doch rausswitche. Weil ich habe es predicted. Und jetzt kann ich nicht in der Dunkelklaue rein. Das geht nicht. Das ist gar nicht möglich, ja. Das würde ich vielleicht knapp überleben. Aber das ist zu risikoreich. Barnett ist das größte Problem. Barnett ist gerade das Problem. So, ich hoffe, es kommt jetzt kein Irrlicht. Weil wenn jetzt ein Irrlicht kommt, dann haben wir ein fettes Problem. Deswegen geht sie auf Dunkelklaue! So, und jetzt haben wir ein gebändetes Bastardviech vor uns. Holy shit. So, und ich bin mir so sicher. Wow, also ich habe die Dunkelklaue drauf.
Will sie hier drin bleiben? Panette ist ihr Matchwinner. Sie hat einen Switch-In. Sie hat auf jeden Fall den Switch-In. Geht sie auf ihr Licht? Geht sie auf ihr Licht? Wow, das ist so eine 50-50. Die könnte das Spiel entscheiden. Wisst ihr was? Deswegen gehe ich in Captain Magma. Ihr Licht fangen wir ab. Ihr Licht fangen wir komplett ab. Und wenn sie rausswitcht, okay. Ihr Licht fangen wir ab! Jawohl! Mega-Entwicklung rausholen. Und Eruption drücken. Das war der richtige Play. Okay. Wichtig, wichtig. Wir hätten auch zu Aranestro gehen können, fällt mir gerade auf. Wäre vielleicht sogar noch besser gewesen, weil sie kann Aranestro nicht burnen. Okay. Na? Okay. Zwar haben wir jetzt nicht mehr so lange Bizarro-Raum. Nur Banett zu opfern, ist das der Play? Ich glaube nicht. Ja, und wir machen einfach des Todes Schaden. Sie kann jetzt mit nix reinkommen. Das geht nicht. Das wird richtig viel Schaden fressen. Aranestro wäre tatsächlich nochmal besser gewesen. Ein kleines bisschen besser gewesen. Aber das ist okay. Das ist okay. Das ist voll okay. Ja, sie geht mit Banette raus. Weil sie genau weiß. Das funktioniert nicht. Jade ist wahrscheinlich... Okay. Absolut in Ordnung. Haben wir noch eine Runde Bizarro-Raum hier nach? Oder ist dann vorbei? Ist, glaube ich, vorbei. Dann Bizarro-Raum, ja. Wir gehen auf Eruption. Los geht's. Das ist zwar nicht sehr effektiv, aber macht richtig viel Schaden. Absolut nice. Überreste. Verdrehte Dimension ist normal. Das ist speziell defensiv, oder wie? Wir müssen zu Mrs. Toxic. Sie kann jetzt den Double machen in Banette. Davor habe ich richtig viel Schiss gerade. Und meinen größten Respekt, wenn sie das macht. Sie geht auf EQ. Perfekt. Perfekt. Besser hätte es nicht laufen können. Besser hätte es nicht laufen können. Wollen wir jetzt... Was wollen wir jetzt machen? Bizarro-Raum? Mondschein? Ich finde Bizarro-Raum gut. Ja. Okay. Ja, wir müssen uns auch mit dem Ding jetzt aufheilen. Das ist die Sache. Mit was will sie jetzt rein? Mit Banette? Mit Banette? Will sie mit Banette rein? Dann ist es wieder 50-50-Time, ne? Mit Banette, okay. Ja. Okay. Aber ich glaube jetzt, dass sie diesen Play nutzen wird. Sie wird diesen Play nutzen, um auf die Dunkelklaue zu gehen, weil ich jetzt eigentlich wieder in Captain Magma gehe. Deswegen gehen wir jetzt in Rikes und zerficken ihren Plan. Auch an ihr Licht. Wäre okay. Ja, voll! So, und jetzt würde ich hier eigentlich wieder rauswechseln, bla bla bla. Das kennen wir alles schon. Deswegen gehen wir jetzt auf die Dunkelklaue, weil Banette soll weg. Ja, Banette soll weg. Sie geht auf ihr Licht. Okay. Okay. Ist scheiße. Ist scheiße. Wir hätten wieder safe spielen können, alles klar. Aber das Ding macht trotzdem des Todes Schaden. Das wird auch reichen, oder? Und wie das reichen wird. Jetzt ist Banette weg. Crit. Das kann doch nicht sein. Hat zwar eine hohe Crit-Chance, aber es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob es gemattert hat. Um Gottes Willen, ich weiß es nicht. Ja. Nur war das wichtig, dass dieses Banette weg ist. Das war wirklich, wirklich wichtig. So, und Moltres, das zeigt mir, das Ding ist physisch defensiv. Wenn es schon so reinkommt, ja,
Drückt es auf R/. Drückt es auf Root. Nee, Root ist kacke. Auf den Flammenwurf. Aber ich glaube, in allem kann ich hier in Alien gehen. Ich glaube schon. Ja, doch. Alien ist ganz nice. Ich glaube schon, doch. Alien kommt rein. Orkan. Macht Schaden. Ja, aber ist okay. Wir sind gespext, mein Freund. Wir sind gespext. Und drücken einfach einen Draco. Draco Specs. Ja. Ich kann jetzt nicht auf Donnerblitz drücken, das ist zu riskant. Wenn jetzt der Dings reinkommt, dann ist vorbei. Das wäre nicht gut. Ihr, wie heißt das Pokémon? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Bei mir hieß es Hauptner. Libeldra? Libeldra hieß es, richtig. Wenn jetzt ein Libeldra reinkommt, wäre RIP. Ja, und sie weiß, ein weiterer Orkan reicht nicht aus. Und ich habe den Donnerblitz, das muss sie auch berücksichtigen. Und das würde Moltres sehr viel Schaden zufügen und die Parachance besteht. Und Moltres kann in diesem Match für sie noch unfassbar wichtig werden. Deswegen switcht sie Moltres raus, geht in Shadow, alles klar. Wir droppen den ersten Draco auf Specs. Wir treffen zum Glück. Specs Draco, herzlichen Glückwunsch. Willkommen in der Safari-Zone. Was laber ich für eine Scheiße? Aber das ist guter Schaden. Und das ist so guter Schaden, dass die verdrehte Dimension wieder normal ist. Das kann mir aber relativ Wayne sein. Ich gehe einfach in Rikes raus. Ja, wenn sie jetzt Toxic drücken will oder schon direkt den aggressiven Play machen möchte. Sprich, auf Schmarotzer geht. Ja. Was sein kann. Wäre das nicht so bad? Fassade wäre jetzt auf diesem Monster unfassbar cool. Ja, Wish. Okay, Healing Wish. Mhm. Der Wish kommt. Okay. Protect ist obvious, ne? Protect ist sehr obvious. Wir gehen in Aquantis. Aquantis ist gut. Aquantis ist sehr gut. Mhm. Wenn sie jetzt auf Protect geht, war es richtig. Okay, gut. Sie kommt jetzt wieder sehr, sehr hoch. Das ist das Gute. Das ist das Schlechte, meine ich. In dem Falle. Jetzt ist die Frage, was möchte ich machen? Möchte ich den Aqua-Durchstoß drücken? Weil es ist zu obvious, wenn ich jetzt Blutsauger drücke. Das wäre zwar gut, aber wenn sie jetzt in Moltres geht, haben wir verkackt, wir gehen auf Aqua-Durchstoß. Bitte geh Moltres! Ja moin, Alter, geil! Fuck Moltres! Fuck Moltres! Yes! Weil das so obvious war. Fuck! Gebandet Moltres. Boom! Down, Alter. Sehr, sehr schön gespielt von mir. Muss man auch mal jetzt nochmal sagen hier. Sehr gut. Das war der richtige Play. Und wie es der richtige Play war. Und wie. Shadow kommt rein. Alles klar. Ja, das ist völlig in Ordnung. Nur, was möchte sie jetzt machen? Im besten Willen, ich weiß nicht. Ja, ich gehe jetzt einfach wieder in Rikes. Ja, sie hat noch zwei Pokémon. Was ist denn das? Das ist das. Dieses Pokémon Shadow und ihr. Oh, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Libeldra, natürlich. Okay, super. Läuft gut. Es war der richtige Play. Weil Blutsauger hätte Shadow in die nächste Dimension gebumst. Das stimmt. Aber dafür hatte sie einen Switch-In.
Und wenn der reinkommt und ich gebannt bin, gelockt bin in Blutsauger, kann ich nichts machen gegen das Ding. Und sie hat einen Free, nicht einen Free-Switch, aber sie hat einen Free-Hit auf irgendein Pokémon. Und ein Orkan tut meinem Team einfach weh. Ist halt so. Ja. Wir gehen jetzt deswegen einfach auf Hammerarm. Ist egal. Rikes brauchen wir überhaupt nicht mehr. Ja. Okay. Das geht klar. Ja. Sie kann jetzt hier noch versuchen zu stallen, zu whatever. Das ist mir aber relativ egal. Solange ich Schaden auf dieses Ding bekomme, läuft's. Ich weiß nicht, wie viel ein Hammerarm macht. Das muss ich jetzt erstmal gucken. Sonst können wir das Spielchen so weiterspielen. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Weil Burn ist schon scheiße. Okay, sie geht raus. In Jade. Trotzdem, es ist immer noch ein gebanneter Hammerarm. Zwar geburnt, aber trotzdem. Ich wollte doch gerade sagen. Ja. So. Und es ist egal, was er macht. Außer ein Z. Ne, Z fliegen geht ja nicht. Z Überreste. Fliegen okay, aber ich bleib einfach drin. Okay. Ja. Ich bleib hier einfach drin. Ich habe keine Bedenken bei Jade. EQ schön. Roost. Okay. Roost. Sie kann das Ding noch gewinnen. Na, also jetzt hier keine Frage. So, Hammerarm kommt. Let's go. Sie kann dagegen ankommen. Kann sie. Nur ist die Frage, wie lange sie das durchziehen möchte. Weshalb wir jetzt zu Mrs. Toxic gehen. Sie kann roosten. Alles cool. Kann sie machen. Kann sie machen. Sie roostet. Nur ist doch jetzt die Sache, das Ding ist physisch defensiv. Ja, und ist auch schön für sie jetzt. Ich habe halt immer noch Moonblast. Und Moonblast ist krass. So. Jetzt muss ich nur einen Hit überleben. Deswegen gehen wir einfach auf Mondschein jetzt. Geht auf Kehrtwende. Tanken wir eine. Eine Kehrtwende tanken wir, oder? Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sie denkt wahrscheinlich jetzt kommt Bizarro-Raum. Aber Mondschein kommt. Und Mondschein ist gut. Dann haben wir Mrs. Toxic wieder auf einem guten, guten KP-Wert. Ja. Sehr, sehr gut. Mondschein war auf jeden Fall der Play. So. Und eigentlich muss jetzt von ihrer Seite aus ein Schmarotzer kommen. Ja, und sie kann... Ich bleibe jetzt hier wieder drin. Ich bleibe hier nicht drin. Ich gehe wieder zu Rikes. Und das Ding ist ja geburnt und macht eigentlich nichts mehr. Aber das stimmt nicht. So, sie geht auf Schmarotzer. Das war auch an sich der wirklich richtige Play. Das Schutzschild ist das Problem, gerade merke ich gerade. Wir gehen in Aquantis jetzt. Genau jetzt, weil sie drückt. Oh, was? Oh, das war scheiße. Ich wollte nämlich auf Ice Heap gehen. Ja, nur habe ich Angst gehabt, dass sie Protect drückt. Und dann in dem Moment dann sagt, okay, dann bleibe ich halt eben drin. Das war so meine Bedenken. Aber dieses Ding brauche ich noch, auf alle Fälle. Wir gehen jetzt in Rikes wieder. Ah, okay, da hat sie einen besseren Play gemacht als ich. Erdbeben. Boah, das macht richtig viel Schaden. So. Aber. Warte, sie kann einfach auf. Nee, ich gehe auf Ice Heap. Sie kann jetzt nämlich wieder kehrtwenden und davor habe ich Angst. Genau. Ich wollte nämlich sagen, okay, wir können zu Mrs. Toxic und dann können das Erdbeben abfangen. Aber nein, das ist genau der Fehler. So.
Shadow. Oh, 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 das könnte noch knapp werden, Leute. Jetzt mal no joke. Wir gehen aber auf Aquantis. Ja. Aquantis ist einfach gut. Aquantis macht, glaube ich, jetzt hier den Rest. Sie geht auf Toxin. Ja. Okay. Ich habe jetzt Blutsauger gedrückt. Das Ding ist speziell defensiv. Das killt nicht. Das killt echt nicht. Fuck. Okay. 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 Wir gehen in Alien. Wir gehen jetzt zu Alien. Weil sie drückt safe. Safe. Okay, sie wished. Sie wished. Sie wished. Sie wished. Boah. Sie drückt auf jeden Fall Protect. Oh, Scheiße, Alter. Jetzt gehen wir wieder in Aquantis. Oh mein Gott. Sie kann das noch gewinnen. Ah, Aquantis, Bro. Ja. Das ist absolut scheiße. Wir gehen auf Blutsauger wieder. Oh, fuck. Das kann noch echt eng werden. Es sieht auch gut für uns aus. Keine Frage jetzt. Nur müssen wir gucken, wie wir das jetzt handeln. Scheiße, Alter. Und jetzt geht's. Oh, jetzt, wenn sie jetzt. Oh. Ich gehe jetzt zu Mrs. Toxic. Weil, wenn sie jetzt rausswitcht. Wenn sie jetzt rausswitcht, dann haben wir eine gute Ausgangsposition. Fuck! Das war richtiger Müll. Ja, shit, Crit. Ja, Mrs. Toxic können wir jetzt wegwerfen, ne? Oh my God. Okay. Ich glaube, sie gewinnt das sogar noch. Wir müssen zu Captain Magma. Als ob. Ich glaube, das gewinnt sie tatsächlich noch.
Ich glaube, wir gehen in Alien. Oh, Alter, dieses Pokémon, diese zwei Pokémon, die machen mich gerade kaputt, ne? Das gibt's doch nicht! Dass sie Toxin drückt! Einfach so! Wow! Wow! Wir droppen den Draco, come on, Bro. Das gewinnt sie. Dieses dreckige Nachtara macht alles kaputt. Oh, ey, Alter. Oh, dieses Nachtara macht alles kaputt. Einfach alles. Nachtara macht alles kaputt. Einfach alles. Wirklich alles. Nachtara ist das Problem. Draco, come on, Bro. Mach einfach. Ein Crit wird uns jetzt retten. Aber so nicht. Wish. Ich könnte kotzen. Dieses Ding macht mich gerade so sauer. Dieses Ding macht mich gerade so dermaßen sauer. Wisst ihr was? Ich bleib einfach drin. Ist egal. Ist egal, ob sie protected. Bin ich halt tot. Okay. Dieses Pokémon macht mich so sauer. Das ist der Hammer. Dieses Pokémon. Dieses Pokémon ist sowas von scheiße, ne? Dieses Pokémon macht mich so sauer. So heftig sauer gerade. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ist jetzt mit diesem Toxin Dreck gewinnt. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das wäre wirklich ein bisschen traurig. Das wäre wirklich... Ich fände das sehr traurig. Ja. Dieses Pokémon macht mir gerade echt einfach alles kaputt. Ist mir egal, ich gehe auf Eruption. Schmarotzer, ja, mach doch. Okay. Boah, das macht viel zu viel Schaden. Viel zu viel Schaden. Absolut. Nee. Dieses Pokémon gewinnt jetzt das Match, oder was? Wow! Das kann ich nicht glauben. Das kann ich einfach nicht fassen. Dieses Pokémon ist... Tut mir leid. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Ja. Das Match haben wir doch noch verloren. Tatsächlich. Wow. Ich kann es nicht fassen. Dieses Pokémon ist einfach ein richtig. Ein Hurensohn. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Absolut lächerlich. Dieses Nachtara. Hat alles kaputt gemacht. Einfach alles. Komplett. Das ist absolut lächerlich. Das ist absolut lächerlich. Absolut. Also, nee, tut mir leid. Das ist absolut lächerlich. Absolut. Größte Scheiße ever. Nee. Frechheit, eine Frechheit. Dieses Pokémon sollte geschlagen, misshandelt und vergewaltigt werden. Das Pokémon ist... Nee, da sage ich nichts mehr zu. Absolut lächerlich, also. Ja, GG.
Nee, irgendwie auch irgendwie nicht. Also, ja, aber irgendwie. N Ich bin sprachlos, also. Das. Nee. Das fand ich ziemlich widerlich. Ja. Absolut, also. Nee, auch jetzt dafür nicht GG. Also jetzt nicht von meiner Seite aus. Klar, sie hat gewonnen. Cool, alles cool. Aber auch vom Spielverhalten her habe ich, glaube ich, es besser gemacht. Würde ich jetzt so sagen. Und. Ja. Nee. Kann ich. Ich bin jetzt ein bisschen mad. Wirklich. Also, das macht mich jetzt echt ein bisschen sauer. Ich bin echt ein bisschen sauer. Tut mir leid. Aber Chiara, alles cool. Jetzt nichts gegen dich persönlich oder so. Alles cool. Nur von mir jetzt kein fettes GG oder so. Also. Einfach auch von der Spielweise her hätte sie von Anfang an besser gespielt. Okay. Aber das war ja nicht der Fall. So, ne? Nee. Nee, nee. Das war nicht. Nee. War, ich weiß nicht. Leute, schreibt einfach mal. Schreibt immer selber was dazu in die Kommentare, ja? Würde mich freuen, wenn ihr battlen wollt. Wie gesagt, meldet euch in den Kommentaren. Wir machen ein Tier aus. Oder eben, wenn ihr keinen Bock auf Tier habt, dann auch eben nicht. Ja, ich würde sagen, könnt gerne einen Daumen droppen für den Kampf oder auch nicht. Ist mir egal. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr hört am Ende jetzt nochmal in der Endcard Johnny Dixon Rauch. Und wenn ihr sagt, okay, diese 20 Sekunden interessieren mich dann doch ein bisschen, dann klickt mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Ja, ich würde sagen, haut da rein. Wir sehen uns beim nächsten Wi-Fi Battle wieder oder bei der Soul Link. Ich möchte auch nur eine Sache noch kurz sagen. Es wird bald etwas auf euch zukommen, was noch kranker als die Platin Soul Link ist. Okay. Also freut euch drauf. Ich freue mich extrem drauf. Smash muss da nur noch ein bisschen. Na, er muss noch was machen vorher. Jo. Ich würde sagen, haut da rein. Einen schönen Tag noch und tschö mit Ö. Frag uns nicht nach Freundschaften, von Misstrauen und Freundschaften, wir uns einen Knall. La Kathedra, wir wären nur der Familie.